Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Folge. Zu der Gerät wird niemals müde. Haha. Neuer Tag, neues Glück. Neues Video, neuer Weg. Immer wenn ich so starte, wisst ihr, ich habe quasi einen Stream, neuen Tag, neuer Stream, neues Glück, ja, und für euch neue Videos. 64 Stunden, so, im letzten Video waren wir ja in Konkaka angekommen. Das heißt, ja, wir haben wieder viel zu klären. Meines Erachtens nach mussten wir doch jetzt nur noch Aeris finden, ne? Ich bin im letzten Video vor Müdigkeit eingeknickt. Was ist da oben, was lila? Achso. Gaga. Aeris, wo bist du, Baby? Oh, oha. Was machen die hier? Okay. Gefällt mir. Haben wir es nachgefüllt? Habt ihr das gesehen? Kommt jetzt immer von dort unten? Ah ja. Der Stamm wird niemals an. Die Stämme. Das Holz? Der, die, das Holz? Achso, ne, haben wir ja fertig. Na klar. We love Chocobos. Früher? When I was a kid. Ah, dort ist er. Aeris Besuch. Oh, wen besucht Aeris jetzt? Freund von dir? Komm rein. Mhm. Oh. Diese Augen. Marco. Du bist ein Soldat, oder? Hä? Ja. Oh. Kennst du unseren Sohn? Oh. Alles in Ordnung? Zack. Wie ist sein Name? Zack. Er heißt Zack Fair. Zack. Nein, tut mir leid. Oh. Er ist eines Tages einfach abgehauen. Anfangs schrieb er uns noch ständig, aber dann... Als ich dich sah, dachte ich, du könntest das Mädchen sein, von dem er immer gesprochen hat. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich glaube, Zack hat in jedem Hafen ein Mädchen. Naja, solange er sein Wilde Spaß Annahme. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, so heißt es doch. Genau. Ganz richtig. Falls
ihr unseren Sohn trefft, dann sagt ihm, dass er uns mal schreiben soll. Versprochen. Cloud, wir sollten zurück. Ihr wollt schon los? Ich kann uns einen Tee aufsetzen. Ich hab sie lange genug gestört. Ihr seid jederzeit willkommen. Komm. Ja. So, jetzt muss man kurz speichern, weil... Das Gespräch könnte wieder entscheidend werden. Oh, Aeris. Was hast du dir nur gedacht? Ich hab dir doch erzählt von Zack. Weißt du, am Wallmarkt, meine... erste Liebe. Ja. Er ist hier in Gongaga aufgewachsen, weißt du? Da war jemand, der ihm ähnelte. Er entpuppte sich als sein Vater. Wie seine Eltern sich fühlen, hatte ich gar nicht bedacht. Unsere Begegnung hat bestimmt alte Wunden aufgerissen. Ja, du hättest sie lieber in Ruhe gelassen. Ja, oder? Diesen Zack, liebst du ihn noch? Also, Cloud, du bist aber ziemlich direkt. Ich glaube ja. Ihr habt keinen Grund, es nicht zu tun. Und wie war's? Sie meinten, sie hätten nichts gehört. Oh. Dich einfach so sitzen zu lassen. Vergiss den Kerl lieber. Hm? Er war Soldat, oder? Falls ja, ist er womöglich längst tot. Cloud! Sorry. Leg mich kurz hin. Sieht so aus, als würde Cloud Zack wirklich nicht kennen. Mal schlafen. So, mal gucken, was die anderen Gesprächsoptionen ergeben, wa? Das glaube ich nicht. Sie haben sich sicher gefreut. Da
Das hoffe ich auch. Diesen Zack, liebst du ihn noch? Also Cloud, du bist aber ziemlich direkt. Das scheint immer dasselbe zu sein, oder? Ich glaube ja. Ihr habt keinen Grund, es nicht zu tun. Und wie war's? Sie meinten, sie hätten mich. Nein. Hey. Oh, Aeris. Was hast du dir nur gedacht? Also auf mich wirken sie ganz glücklich. Oh, danke. Lieb von dir. Diesen Zack, liebst du ihn noch? Also Cloud, du bist aber ziemlich direkt. Ich glaube ja. Ihr habt keinen Grund, es nicht zu tun. Wie war's? Sie meinten, sie hätten nichts gehört. Dich einfach so sitzen zu lassen. Vergiss den Kerl lieber. Er war Soldat, oder? Falls ja, ist er womöglich längst tot. Cloud! Ey, Patrick, was geht? Sorry. My lovely Stricher Friend. Sieht so aus, als würde Cloud Zack wirklich nicht kennen. Du heute Oldsacken, oder? Erstmal schlafen. Was machst du heute? Die Spezialität unseres Dorfes sind Gondel-Tanz. Denke ja. Genau, da hat die Jugend wenigstens ihre Ruhe vor dem alten Herrn. Wenn du willst, können wir ja dann in Discord chillen. Brauchst du das Zeichen geben? Ich wollte mit dir eh quatschen wegen Helldivers 2 und. Sea of Thieves. Ja, mach das richtig. Immer an das liebe Frauchen denken. Bis zum Aufbruch schlafen. Alter, ich hoffe, das geht da nicht leider Story weiter. Ich will dann hier erstmal einen Kunkaka erkunden. 3 Stunden. Der Schrei des Planeten.
What the fuck? Unerwartete Ereignisse am Makrowerker. Oh Gott. Moment mal. Ist das der Grund, warum ihr hier seid? Ja, könnte man so sagen. Passiert das öfters? Seit ein paar Tagen, ja. Die Jugendwehr wollte der Sache nachgehen. Aber wir wurden aufgehalten von seltsamen Wesen. Schwarze, herumschwirrende, geisterhafte Wesen. In ihrer Nähe wird einem... ganz anders. Geisterhafte Wesen, hört ihr? Du konntest sie sehen? Oh. Ja, schon. Wieso? Was sind das für Wesen? Mäuren. Das waren Mäuren. Das klingt ja vielversprechend. Genau! Gehen wir hin! Du bleibst mir schön hier. Was? Wieso? Lass dich doch nicht frei im Reaktor rumlaufen. Geil! Kannst du auf die mal aufpassen? Ein echter Traumjob. Dauert nicht lange. Wir checken nur schnell die Lage. Sollte ausreichen, wenn wir Jungs uns das angucken. Nicht? Okay. Gehen wir. Ihr beide habt ein Auge aufs Dorf. Entführung! Kidnapping! Was kann das sein? Was war das denn? Da war sie schon wieder. Ach, mein Gott, ey. Im Futter sind wir natürlich auch. Sisley hat mich über alles informiert. Ihr dürft durch. Ja. Jo. Ist irgendjemand... Schau, wir haben ja noch keinen. Hier ist doch noch Mäuren. Das hat deine Arme nicht gereicht. Mäuren? Was soll denn das bitte sein? Auch Wächter, aber welche des Schicksals. Sie erscheinen, wenn sich das Schicksal zu ändern droht. Und bringen es zurück auf den rechten Weg. Haben wir es nicht schon einmal geändert? Das haben wir in der Tat. Vielleicht machen sie jetzt über ein neues. Oh weia, wo bin ich da nur hineingeraten? Oh, ich liebe diesen Dschungel. Turbo machen wir dann, jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier los ist. Jo, jo. Eigentlich sollte niemand außer uns die Mäuren sehen können. Sisley hat gesagt, dass sie es kann. Ja,
könnte eine Falle sein. Jetzt? Wir werden sehen. Na super. Scheiße, was ist denn das jetzt? Ah, alles da wird gemacht. Gut. Hey, du sollst nicht schon verschwunden bleiben. Unsere Mission ist gerade eine andere. Können wir eigentlich schon? Ja, und Chef! Gag, das ist nochmal sich Handy. Dieser fleischfressende Waldbewohner ist entgegen seiner mild anmutenden Erscheinung ein äußerst geschickter Lauerjäger. Damit der im Dickicht geduldig auf seine Beute wartet und auf den Hinterhalt nimmt, trifft ihn mit mächtiger Fertigkeit, während er im Hinterhalt liegt. Ja. Als Ach, Eis haben wir da am Start hier. Scheint so. Barrier. Elderator. Das ist bestimmt eine Lebensquelle, so viel Zeit hier liegt, oder? Ne? Na, Dschungelabgründe machen wir dann in einem von den anderen Videos. Gut, das kommen wir wieder über Dings lang. Tja, die Erkundung des Sumpfes wird auf jeden Fall spannend. Dschungels? Des Sumpfdschungels? Sind die Erzliebe des Planeten? Wie ist das Ding jetzt? Müssen
Legierter Armschutz Plus haben wir auf jeden Fall noch nicht. Aber bringt das was, wenn ich... So, meine Lieben, wir haben die Armaklei erreicht. Was jetzt passieren wird, werden wir sehen. Lasst euch überraschen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen, denn für die Folge haben wir es geschafft. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Mick.